Gefecht Nummer 2 in den gewerteten Gefechten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wieder mit dem Nürnberg, wieder auf neuer Morgen. Tier 6 und 5. Wie gehabt, sehen wir, was dieses Gefecht uns zu bieten hat. Vielleicht können wir dieses Mal ein bisschen mehr wirken als letztes. Und ich klicke bewusst ein bisschen hier rein, denn... Nicht, dass mir wieder die Aufnahme minimiert. Schreiben wir mal fröhlich. Hi Team. Es sind zwar noch 20 Sekunden. Ah, jemand schreibt. 3 Zerstörer gegen 2 Zerstörer und 2 Kreuzer und 3 Kreuzer. Und wir haben ein New Mexico Congo gegen eine New Mexico Fuso. Nun gut, die Königsberg. So. Jemand zumindest ist kommunikativ. Es ist, lass es einen. Naja, gut. Es ist ein Zerstörer. Auch gut. Es kann durchaus schlimmer sein. Ein BB wäre mir lieber gewesen. Aber man kann nicht alles haben. Ich werde mich dann einfach mal an die Kongo halten. Die ist ziemlich zackig unterwegs auch. Mir persönlich taugt ja mehr. Das ist, glaube ich, mein Punkt, der mir besser gefällt. Also, nicht, ich glaube nicht, ich weiß es. Irgendwie gefällt mir die Inselkonstellation doch oben besser, wenn ich von dieser Seite aus starte. Aber das ist jedem selbst überlassen. Ich schalte mal um auf AP. Wie schon erwähnt, bei dem Nürnberg ist AP meist die gesunde Wahl. Sie macht auch gut Schaden an der New Mexico. Das werde ich noch tausende Male erwähnen, bis ich endlich in der York stecke. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Spannende Musik. Diese Geigen, immer diese Geigen wie in den Horrorfilmen. Mit den Zerstörern kenne ich mich ja nicht so gut aus. Das wäre vielleicht nicht schlecht, sich damit mal ein bisschen zu beschäftigen, vor allem sie ein bisschen selbst zu fahren. Dann weiß man, was der Feind drauf hat. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Wie es aussieht, geht der Kontrahent zu A. Ideal wäre natürlich, wenn jetzt ein kleiner Zerstörer oder am besten noch ein Kreuzer hier nach B gefahren wäre. Ein gegnerisches Team, das unkoordiniert vorgeht, ist immer super. Aber darauf zu hoffen ist natürlich... Komm schon, zeig's mir. Ah, schade. Wäre natürlich falsch. Wir müssen uns auf jede Eventualität vorbereiten. Dass wir jetzt einmal im Kreis fahren, ist auch drin. Wir müssen uns nur gegenseitig behalten und die Kongo schützen und auf die Königsberg schießen, wenn wir können, so wie jetzt. 15,8. So, sie wird auch in Kürze auf uns schießen. Falls sie ein bisschen langsamer ist, was sie nicht ist, ist noch schneller, verdammt. Kein Treffer. So. Immer weiter. Ich treffe sie nicht. Warum? Das gibt's doch fast nicht. Ich muss doch treffen. Gut, wir drehen uns jetzt aber ein bisschen zur Seite. Wir sind nicht größenwahnsinnig. Genau deswegen. Da ist sie. So, deswegen treffe ich sie nicht. Weil sie auch leicht schräg fährt. So wie wir. Das dürfte sich jetzt aber erledigt. Jetzt dreht sie noch weiter ein. Ah, dieses Miststück. Aber trotzdem getroffen. Es ist alles andere leider. Ah, komm schon. Ah,
wird sie wahrscheinlich ihre Fahrt aufnehmen. Jetzt habe ich nicht auf den Schornstein geachtet. Heißer Tipp: auf den Schornstein achten. Und die New Mexico hier oben. Ist ein Versuch wert. Kann ziemlich hoch darüber schießen. So, 14. Wir werden jetzt diesen Zerstörer verlieren, sich gegen eine Königsberg zu stellen. Gut, wenn sie nicht schon repariert hat, war das jetzt ihr Todesurteil, wenn sie gegen den Zerstörer fährt. Wir sind geschützt. Oh, die New Mexico passiert hier hinten, das ist schlecht. Sie fährt im Kreis. Ah, die New Mexico ist zu weit hinten. Dann legen wir hier vorne. So, hier wird sie sein. Ausgezeichnet. Zwei Zitadellentreffer. So, jetzt, ich muss zurück. Ja, aber vorne ist die New Mexico. Ach Gott, wenn ich zurückkomme, werde ich beschossen von der New Mexico. Das mit Sicherheit. Aber ich kann hier hinten nicht. Das hilft alles nicht. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe gegen eine Oba und eine Königsberg. Vielleicht mit der Unterstützung der New Mexico. Ist das falsch, was ich jetzt gerade mache? Wohin schießt die Fuso? Sie schießt auf die New Mexico immerhin. Auf die Kongo meine ich. Die dreht ab. Ah, das habe ich befürchtet. Genau das habe ich befürchtet. Nee, keine Chance, ich verschiss mich hier. So, wir verziehen uns ein bisschen mehr. Und da ist auch noch ein Zerstörer. Ich glaube, die New Mexico müssen wir aufgeben. Und dafür... ja, scheiß drauf. Ich kann ihr ein bisschen Deckungsfeuer geben, aber nicht mehr. Ich glaube, ich bin jetzt auch untergetaucht. Das war generell eine sehr schlechte Idee, hier mit der Fuso drüben. Das ist ein Todfeind. Eine Salve von der und... ciao! Wenn wir hier oben jetzt in New Mexico rausnehmen und die Mine Case, dann haben wir noch eine, haben wir die bessere Chance, als wenn wir uns hier splitten. Wir haben keinen Zerstörer mehr, das ist bitter. Aber die Aoba hat gute Torpedos. Die Kongo zeigt die volle Breitseite. Oh, das ist richtig bitter. Ich möchte schon schießen. Und da kommt richtig was an. Nun gut, wir nehmen jetzt den Zerstörer raus, sobald es geht. Er zeigt uns die gesamte Flanke. Wir müssen nur endlich um diesen scheiß Berg, um diese scheiß Insel rumkommen. So. Und jetzt dreht er natürlich ab. Egal. Sofort umschalten auf AP. Wir drehen jetzt ein. Wir sind neu. Ein Treffer haben wir gelandet. Jetzt schenken wir. Ach, da kommt sie. So. Torpedos. Immer ein bisschen versetzt. Und jetzt drehen wir ab. Denn sie wird uns versuchen, jetzt ihre Freizeit zu zeigen. Und wir zeigen ihr nichts. Und jetzt sind nur noch wir zwei hier. Das ist schlecht. Wir haben unser... komm schon. Lass es nicht wehtun. Ah, oh, das geht. Das geht. Dafür bist du dran.
So, ciao. Was? Jetzt aber, verrecke endlich. Oh, jetzt hat Heiko. Naja, egal. Trotzdem werden wir dieses Match verlieren. Alle sind draufgegangen. Das war. Ja, muss ich zugeben, das war wahrscheinlich mein Fehler. Aus dem einfachen Grund, ich hätte nicht kehrt machen dürfen. Hätte ich nicht kehrt gemacht, wäre ich viel früher hier gewesen. Hätte ich viel früher auf die. Auf das Schlachtschiff schießen können. Auf die New Mexico, das war's. Auf die New Mexico schießen können. Wäre sie viel früher draufgegangen, hätte die Kongo vielleicht nicht dran glauben müssen, weil wir dann noch schnell den Zerstörer rausnehmen können. Unser Team steht kurz vor dem Sieg. Ja, Kampfuser. Da bist du. Na, der haut jetzt ab. Oh. Nix gut. Tschüss. Ja, wirklich. So, dodge mir das weg. So, jetzt aber. Oder nimmt mir Heiko. Nein, Gott sei Dank, den habe ich behalten. So, jetzt haben wir nicht mehr viel. Was, ich? Ja, das war's dann auch für mich. Oh. Ja, ich weiß Beschuss, aber ich habe kein Ziel. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal A ein. Lassen alle nachladen. Und sehen, was dann passiert. Wahrscheinlich schaffen wir, ja, wir schaffen es zu A rüber. Aber viel wird uns da nicht mehr erwarten. Ich muss mir noch die Mod runterladen. Aslane, Aslan, Aslak. Keine Ahnung, wie der Typ heißt. Jetzt bin ich entdeckt, das heißt ein DD ist hier. Das ist natürlich schlecht, da ist er. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ändern wir ein bisschen die Fahrt. Ich will auch nicht von einer Fuße getroffen werden auf 17 Kilometern. Und nochmal, damit wir nicht in die Turbs reinfahren. Da ist er wieder. Eine Breitseite. Und noch eine Breitseite. Und das war die Fuso. Sehr gut gezielt. Ich habe zu wenig variiert. Und das war's dann auch wieder mit dem Stern in Rang 21. Sehen wir es uns an. Teambewertung. Ja, die Performance war durchgehend bescheiden. Die Zerstörer haben nicht wirklich was gerissen. Ich dachte, die Nikolas ist kein schlechter Zerstörer. Mitsuki, mein Case, wie es aussieht, oder einfach nur die besseren Spieler. Haben wir Schaden gemacht. 37.000 mit AP-Treffer, 4.000 HE und minimal Brände. Das ist zu 4 Tier 5 bis 8 oder Tier 6 bis 8, 30 bis 100.000 Schaden. Ist das sehr, sehr schlecht. Es liegt im Rahmen, aber es muss nicht sein. Naja, wir versuchen unser Bestes und kämpfen weiter. Im nächsten Gefecht. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.